Das Kongresszentrum am Sonntagmorgen. Rund 1000 Vereinsmitglieder hatten den Weg in den Saal 1 des CCH gefunden. Schließlich galt es bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung mit den Wahlen des Präsidiums und des Aufsichtsrats, wichtige Entscheidungen zu treffen. Das alte Präsidium um Stefan Orth war nach rund 4,5 Jahren im Amt vom Aufsichtsrat nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen worden. Mit Oke Göttlich hatte das Gremium einen Kandidaten präsentiert, der den Verein nach Meinung der Kontrolleure mit seinen Ideen für die Herausforderungen der Zukunft wappnen soll. Diesem Ansinnen folgte die Mehrzahl der 1.064 stimmberechtigten Mitglieder und wählte Göttlich mit rund 80% der Stimmen zum neuen Präsidenten des Vereins. Viel Zeit zur Freude blieb ihm allerdings nicht und so richtete Göttlich schon kurz nach dem Votum den Blick auf die vor ihm liegende Arbeit. Ich freue mich total über das Ergebnis und freue mich, dass die Mitgliedschaft vom FC St. Pauli dem neuen Weg eine Chance gibt und dass wir hier auf jeden Fall neue Dinge bewegen können. Was sind denn die dringlichsten Sachen, die Sie jetzt anpacken wollen? Na, ich denke, dass jedem beim Blick auf die Tabelle sehr deutlich wird, dass wir hier direkt ansetzen müssen und wir auch dort direkt in die ersten Gespräche gehen. Und so wie ich es in meiner Rede auch sagte, wir dort auf jeden Fall schon in der Planungsgruppe und auch mit dem Trainer und dem Sportdirektor in Teamgesprächen erstmal entwickeln, was wir in den nächsten 3 bis 4 Wochen anschieben werden. Gemeinsam mit Göttlich wurden auch seine Stellvertreter Reinher Kahl, Thomas Happe, Joachim Pawlik und Jochen Wienand in das neue Präsidium gewählt. Den neuen Aufsichtsrat bilden Sandra Schwedler, Markus Schulz, Kai Scharf, Gerrit Onken, Carsten Meinke, Roger Hasenbein und Sönke Goldbeck, die bei 16 Kandidaten die Mehrheit der Stimmen erzielen konnten.